Trophy-Spitten in Stuttgart. Landesliga. Spielvereinigung Erlangen. Dieses Video wird nicht lange laufen, weil der Akku meldet schon Notstand. Carsten Reiß im Aufschlag. Kicker 48 Erlangen. Tobi Spettner, der rote Belag, Störbelag, Antitop. Das ist das typische Spiel mit diesem Belag. Schläger aufstellen, fast senkrecht. Das Tempo des Gegners mitnehmen. Und dazu die aggressive linke Vorhand. Schön zu sehen, wie die Flugkurve da gelegentlich verläuft. Aber Carsten hat sich da nicht rausbringen lassen. Er muss noch am Tisch spielen, ganz klar. Der Lobby mit seinen 47. Der schnellste aller Läufer war er noch nie. Ja, und wenn er seine Rückhand trifft, der Carsten, dann ist das ein absolutes Erkennungsmerkmal. Lobby macht die kleinen, Carsten macht die großen Punkte, aber das ist in der Spielweise bedingt. Nein! Neun, neun, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja. Ausgerechnet bei 9 weiter. Bleibt der hängen. Achtung, war noch hinten 3 konzentrierte Bälle und vielleicht 3 nervöse vom Spiggy. Und schon ist der Satz futsch. Simon Brittmann coacht ihn. Mehr von diesem Spiel auf dem nächsten Videoclip zu finden unter Speckner Reiß Kitzingen 2018-10-03 auf YouTube. Und da wird noch heimlich geübt.